Epilepsie kickt rein in 3, 2, 1. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Colin kocht und heute kochen wir Klopse. Ja, so, heute kochen wir Klopse und als erstes müssen wir Hackfleisch für die Klopse anrühren. Also wir machen nicht ganz ein normal Hackfleisch da rein, sondern es muss ein bisschen angerührt werden mit ein paar anderen Zutaten. Und das machen wir wie beim Chili con Carne. Das heißt, erstmal 500 Gramm Hackfleisch rein in die Schüssel. Da kommt jetzt ein Ei rein. Oh, immer diese kaputte Fliese hier. Guten Tag. Wow, wie ein Profi durch eine kleine Öffnung. So, ein Ei ist drinne. Jetzt kommen noch ein paar Haferflocken. Salz und Pfeffer ein bisschen. Ja, und zu guter Letzt machen wir noch zwei Knoblauchzehen rein. Da es hier keine Knoblauchpresse gibt, muss man jetzt mit den großen Stücken hier vorlieb nehmen. Weil ich bin's leid, ich muss die ganze Woche hier schon das alles klein schneiden. Macht zu Hause bitte mit einer Knoblauchpresse nach. Das Ganze jetzt einfach hier schön vermengen. Mmh, lecker Matschi Matschi. Oh, ist das schön. Matschi Matschi. Wie Parachi. Jetzt nehmt ihr einfach hier so ein bisschen Hackfleisch. So, so ungefähr, so ein bisschen was hiervon und formt das einfach zu Bällen. So, jetzt geht es ans Kochen. Ja, hier ist Collins Zwillingsbruder, Holland Hoffmann. Ich schneide gerade das Video und da sieht man, dass ich hier der Bessere war in Physik und nicht Colin. Ja, naja, weil er hat halt nicht mit einberechnet, dass ja diese Klopse ja noch auch eine Wasserverdrängung haben und deswegen müssen die gar nicht von Anfang an mit Wasser bedeckt sein, sondern die verdrängen ja nochmal Wasser und dadurch werden die dann erst bedeckt. Also bitte füllt nicht gleich so viel Wasser, wie Colin das hier gemacht hat, rein. Danke. Ja, jetzt dieses Wasser mit Salz, Piment, so Lorbeerblätter. Ich habe keine Ahnung, was hier in der anderen Seite drin ist. Es sieht ein bisschen nach Fischfutter aus. So, jetzt kommt ein bisschen Essig rein. Oh, oh, oh. Ja, Zucker kommt dann noch rein, weil die ganze Mischung ja so süß-sauer sein soll. Jetzt warten wir, bis das kocht und dann sehen wir uns gleich wieder. Weiter geht's. Ihr seht, das Wasser hier kocht mehr oder weniger. Das heißt, ich glaube, ich kann hier hinten die Kartoffeln mal anmachen. Stecke ich einfach mal auf 4. So, jetzt können wir hier die Klopse dazugeben. Und warten. Sollten die nicht eigentlich oben schwimmen? Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu viel Wasser. Lassen wir das einfach mal weiter kochen. Jetzt wird sich ja auch ein bisschen verkochen, das Wasser noch. Hoffentlich. Ja, ihr seht, die Klopse sind fertig, weil die jetzt hier oben schwimmen, wie man hier so leicht erkennen kann. Ich habe wirklich ein bisschen zu viel Soße genommen. Macht aber nichts, hoffe ich. Jetzt brauchen wir Speisestärke. Und zuvor aber das eine Ei. Das müsst ihr hier rein
schlagen, aber gleich so nimmt er einfach ein bisschen Speisestärker und jetzt rührt er eine nicht-newtonische Flüssigkeit an. Ich hoffe, ihr wisst alle, was das ist. So, das schön unterrühren dann und das dickt halt die ganze Soße dann ein bisschen an.